Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um das Thema Ladespannung, also quasi Batterie, beziehungsweise dass der Generator, ob der Generator genug Power rausbringt, um die Batterie zu laden, beziehungsweise nicht Power, denn wir messen nicht Ladestrom, sondern die Ladespannung. Das bedeutet, ob die genug Volt Spannung liefert, um die Batterie zu laden. In Klammern, ob der Generator läuft, funktioniert. Was benötigt ihr dafür? Ein Multimeter, wo ihr Gleichstrom messen könnt. Zum Beispiel von der Marke BGS. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und warum ist es zu empfehlen, dieses Modell zu kaufen, wenn ihr mehr im Kfz macht? Weil da ist noch eine Amperezange mit dabei. Das werden wir auch noch thematisieren. Kauflink unten in der Videobeschreibung könnt ihr natürlich bei XXL Automotive erwerben. Rabattcode ist auch unten drin, 10% kriegt ihr mit dem Code VITIAWOLF10. Müsst ihr nicht kaufen, könnt ihr kaufen, um das Ganze hier zu prüfen. Wir haben schon mal ein Video gemacht, das ist jetzt schon 7 Jahre her und deswegen dachte ich, komm, es wird mal Zeit, das Ganze in etwas besserer Qualität zu machen, besserer Ton, besseres Bild. Aber es ist und bleibt immer noch das gleiche Thema, wie man das Ganze prüfen kann. Recht einfach, recht simpel. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, und wie prüft man, ob der Generator, Generator genug Power rausbringt, beziehungsweise genug Ladespannung liefert? Wir machen die Klammer einmal auf. Wir stellen das Ganze hier einmal ein. Also ihr müsst dann einmal schwarz in COM für Masse und das rote in Volt hier rein. 20 Ampere, das ist für Stromstärke messen und wir stellen das Ganze auf Volt Gleichstrom ein. Da ist Gleichstrom und Wechselstrom in einem, aber wir gehen hier auf Gleichstrom. Das erkennen wir hier dran, dass da auch Gleichstrom aufleuchtet. Da. Und haben somit jetzt die Möglichkeit, einfach schwarz an Minus, rot an Plus. Und siehe da, wir haben jetzt 12 Volt. Das kommt quasi aus der Batterie raus. Jetzt müssen wir das Ganze einmal den Motor starten, dass der Generator läuft und uns die Batterie aufladen kann. Und dann messen wir, wie viel kommt. Und da kommt er jetzt schon langsam. Jetzt kann man auch noch ein paar Verbraucher anmachen und gucken, dass er auch stabil bleibt. So, und ein paar Verbraucher anmachen und gucken, dass der Generator auch dementsprechend das Ganze stabil hält. Jetzt haben wir alle Verbraucher wieder ausgeschaltet. Und der optimale Ladespannungsgrenze ist von 13,7 bis 14,8. In dem Bereich soll sich die Ladespannung sich bewegen, ohne Verbraucher eingeschaltet. Dann machen wir das Ganze mal aus. Ja Leute, kurze Einblendung. Ich hoffe, das mit dem Ton ist einigermaßen okay für euch. Ich filme hier in der neuen Halle. Und ja, der Sponsor des heutigen Videos ist XXL Automotive. Wir arbeiten schon des Längeren mit XXL Automotive zusammen, beziehungsweise beziehen Werkzeug von dort.
Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, deswegen unten ist das Ganze verlinkt. Mit dem Code VidyaWolf10 oder VidyaWolf bekommt ihr auch noch 10%. Und ja, ihr müsst das Werkzeug auch nicht kaufen. Wenn ihr zum Beispiel ein Blockierwerkzeug benötigt, könnt ihr das Ganze auch ausleihen. Also sämtliche Werkzeuge könnt ihr auch ausleihen. Müsst ihr nicht unbedingt kaufen. Und die Passgenauigkeit bei dem Werkzeug ist auch wirklich gut. Ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit Steuerketten, Zahnriemen, dass irgendwelche Blockierwerkzeuge nicht gepasst haben, was bei manchen anderen leider der Fall ist. Und da gibt es auf jeden Fall keine Probleme. Deswegen, ja, checkt es unten mal ab, wenn ihr Werkzeug benötigt. Ruft dort an, schreibt E-Mails, fragt dort mal an, vergleicht mal die Preise. Und ja, könnt ihr auch natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, wer von dort mal Werkzeug bezogen hat. Wir blenden das Logo hier mal ein. Wir blenden auch mal die anderen Logos ein, denn die haben auch zwei Hausmarken, zwei eigene Hausmarken. Ja, von daher, ja, und Werkzeug, jeder gute oder jeder Schrauber kennt das, man kann nie genug davon haben, vernünftiges Werkzeug. Deswegen, ich würde sagen, weiter mit dem Video. Ja Leute, und so kann das Ganze einmal aussehen, wenn man den Generator bzw. prüfen will, ob die Batterie ausreichend geladen wird. Falls Spannung nicht genug ankommt oder falls Spannung überhaupt nicht ankommt und im Bereich 12 Volt bleibt oder sogar natürlich runtergeht, habt ihr noch die Möglichkeit, Masse dran zu lassen und die rote Klemme direkt an den Generator zu machen, wenn man an den Generator, an die Klemme gut drankommt. Das ist aber wieder ein anderes Thema, das ist jetzt quasi in Richtung Generator prüfen. Da könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob wir das Thema auch mal thematisieren sollen. Das ist aber zum Thema Ladespannung an der Batterie prüfen. Ja, dazu gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Recht einfach, wenn man sich so ein Multimeter zulegt, kann man recht wenig falsch machen. Und ja, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wer selber ein Multimeter hat, welche Marke er hat und wie er bzw. ob er das selber schon mal geprüft hat, die Ladespannung bei sich. Ihr könnt ja mal gerne alles unten in die Kommentare schreiben und wie gesagt, Kauflink unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!